Ja. Und deswegen war auch mein Geheimnis, dass ich insgeheim über all die Dienstjahre beim Imperium. So, das sind die Gesichter von zu fliehenden Spielern. Fühlt sich gut an, du Verräter. Ich habe alles richtig gemacht. Neben dir sitzt eine Leiche, ja? Du hast dich sterben lassen, nicht ich. Du bist geflohen. Ich habe mich alle gleichzeitig sterben lassen. Ein bisschen. Aber ich wollte nicht auf dich schießen. Also wenn jeder einmal zusticht, ist wie bei Cäsar, weißt du, steht am Ende trotzdem. Keiner wird es gewesen sein. Das Problem ist, ich bin ja auch der, der dich erschossen hat. Ihr habt mich gemordet im Orient Express. Ja, Schlimme ist halt, ich dachte ja, ich würde jetzt den, wie hieß er denn, der Jen? Ja, also ich würde den Jen abknallen, aber... Ich habe so gut gewürfelt, einmal im Spiel gut gewürfelt, an Katrin und ihr beide habt dann auch sinnlos auf meinen Speeder gefeuert, anstatt ihr zu helfen. Ich hatte nämlich noch ein paar Lebenspunkte. Sie hatte noch zwei Lebenspunkte. Und ihr feuert sinnlos in die Luft. Ja, es ist nicht sinnlos, wenn es im Sinne des Imperiums ist. Wir hätten ja auch treffen können. Wir hätten ja auch treffen können. Auch unser Spielleiter. Das war alles anders. Wir haben alles kaputt gemacht. Herzlich willkommen in der Dynamik von Pen and Paper. Zeigen Sie Ihr Gewehr. Oh, da ist es ja schon. Uiuiui. Langes. Warte mal, habe ich da gerade einen Bart gesehen? Nein, nein, nein. Bart Ben. Was ich fragen wollte, ist, hätten wir irgendwie den bösen Verräterstange hier, coole Pose, aufhalten können? Ja, sicher, wenn der Meister es zugelassen hat. Aber es, der musste entkommen. Ja, das ist eine wichtige, weil durch ihn erfahren es die Rebellen, dass Endor letztendlich das Ziel ist. Ja, er bringt den Funkspruch den Abgefangenen weiter. Deswegen auch das zufriedene Lächeln, als ich gesagt habe, ich schieße ihm hinterher. Ich habe es dann gleich gesehen. Ich wusste, das wird nichts mehr. Ich konnte so gelächelt. Ja, okay. Genau, wieder. Du musst nicht würfeln. Ich konnte ja nicht wissen. Ich konnte nicht wissen, ob Sebastian wirklich die Seite wechselt. Ja. Das, er hatte zwar dieses Geheimnis, aber wie er damit umgeht, ist ja, ob er es jetzt bis zur letzten Minute und so weiter. Das heißt, ich hätte es nicht wissen können. Ihr hättet auf jeden Fall in diesem Sandcrawler diesen Funkspruch gefunden und hättet dann gewusst, die Rebellen haben das abgefangen, die wissen was dann, wie wäre es dann weitergegangen, offen. Aber das war einfach das schönere Ende. Ich stelle mir ein schönes Reservoir Dogs Ende vor, wo wir uns alle gegenseitig schießen. Das hätte ich dann am Ende fast schon gedacht. Da kommt ein bisschen dazu, ich habe ja wirklich bei meinem Geheimnis, der Saboteur, also dass ich selber und die imperiale Sache mir wichtiger ist als alle meine Kameraden und ich zur Not bereit wäre, jemanden, den ich hasse, den ich mir aussuchen dürfte, auch zu opfern, habe ich zwischen Stange und dir geschwankt. Aber dann hast du mich verliebt. Und habe mich für dich entschieden, warum auch immer. Vielleicht, weil ich lieber mit dir abhängen wollte, weil dann habe ich das menschliche Schutzschild zur Not immer zur Hand. Und er hat dann einen großen, guten Nahkampfwert. wenn ich mich anders entschieden hätte, dann hätte ich neben der angeschlagenen Stange kauernd, wäre ich nicht zur nächsten Deckung gegangen, um mich in Deckung zu begeben, sondern hätte hinter ihm gekauert. Ja, vielleicht hätte er dann ein paar Schüsse abgekriegt. Dann wäre alles etwas anders gekommen, glaube ich, immer noch, aber es ist nicht passiert. Ben, was haben wir verpasst? Welche Charaktere, welche Nebenquests hätte Ann-Kathrin doch wieder ein Mann sein können? Wir wissen es nicht. Sicher, lag hauptsächlich an euch. Diesmal, ich habe Tatooine vorgeschrieben als Planet und auf diesem Planeten hättet ihr überall hin. Ja, ihr hättet hier Onkel Owen und dann ist er tot. Aber ihr hättet auf jeden Fall eine Menge mehr noch begegnen können. Es gab einen Weg, es war auch nicht das Ende, es war ein Ende. Es gab zum Beispiel Jabba's Palast. Ja, warum nicht mal mit Bib Fortuna einen Walzer tanzen? Das ist ein anderes Lied. Oder ihr habt diese junge Dame, die Twi'lek June Fey, nicht getroffen. Junor Fey. Es klappt immer. Ja, ihr habt eine Spur, die Kopfjägerspur, Zuckus und so weiter, hätte man, die habe ich dann nicht forciert, die habe ich dann ein bisschen in den Hintergrund gerückt, damit ihr in die Klinik geht. Oh yeah. Genau, also es gab dann so zwei, drei Hinweise, die Hauptsache habt ihr gefunden, aber es wäre zum Beispiel auch zu einem eventuellen Showdown zwischen Boba Fett und euch gekommen. Ja, hätte auch passieren können. Jetzt ist es blöd, wenn man dieses Wort if ist, weil es sagt man, ich will aber jetzt mit Boba Fett kämpfen oder ihn anhimmeln. Gab es eigentlich irgendwelche besonderen Beweggründe für Jen oder war das einfach nur, die sind uns, die haben sich gedacht, wir können da mehr Sachen finden, deswegen hinterher oder gab es da noch? Jen hat, also hätte man dann bei Jen geschaut, hat er tatsächlich überlegt, Bespin ist doch gar nichts, das ist nur ein Minimum, das ist überhaupt nichts, das ist doch Schwachsinn. Und da dementsprechend auf Tatooine war schon mal und so weiter und dann hat er sich natürlich geärgert und ist euch versucht zuvorgekommen. Es ist einfach dieses Konkurrenzding. Ja, die wollte einfach wieder besser sein. Hätten wir Boba Fett töten können? Nein.
Mir ist relativ früh aufgefallen, als ich den einen zuerst erschossen habe in der Kantina. Boss, also ich dachte erst, Boss kennst du? Ah, okay, das ist eine Rasse. Ja. Nee, Quatsch, ist ja der berühmte Kopfgeldjäger, der dieses Echsen-Aussehen hat und keine Schuhe. Hat mir ja in Episode 5 gesehen. Und als mir klar wurde, er hat überlebt, war mir klar, okay, wir versuchen hier den Kanon nicht zu ändern. Zu krass. Also müssen alle überleben, die vorkommen. Ja, hätte Boba Fett euch getötet? Wahrscheinlich, bis auf den Honcho-Träger hier, ja, den Drifter. Den hat er natürlich. Denn was bist du? Mandalorian. Ja. Falls ich es noch nicht gesagt habe. Mandarine. Gab es Momente, wo du kurz gedacht hast? Ja, als der auf Boss geschossen hat. Boss ist mein Lieblingskopfjäger. Ja, nein. das war so ein Peschke-Moment, nenne ich ihn mal liebevoll. Ich wollte zuerst schießen. Unbedingt. Ich habe die auch noch vorbereitet. Ja, heißt das, wenn du könntest, bist jetzt derjenige, der zu Jabba's Palast gehen könnte und jedem erzählen könnte, was du mir gerade erzählt hast? Ah, ja, okay. Und es gibt noch einen anderen Kopfgeldjäger? Ah, okay, dann bist du wohl entbehrlich. Das war meine Idee. Also das war eine deine Aktion natürlich und dass ihr Ada habt sterben lassen. War jetzt durch dieses Plötzliche, ihr könnt euch nicht so drauf vorbereiten auf die Geheimnisse, war das natürlich jetzt ein bisschen hintergründig eher. Ja? Also jeder hat so ein bisschen versucht, sein Geheimnis auszubauen. Es war ein bisschen schwieriger als das letzte Mal, würde ich sagen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Das kam mir, glaube ich, jetzt so gar nicht rüber beim Spielen, dass wir diesmal die Geheimnisse selbst vorher gezogen, nicht wussten und dann noch gezogen haben, zufällig gewählt. Ja, sie war die Einzige, die das vorgeschlagen hat. Ich habe mein Geheimnis trotzdem geschrieben. Deswegen hat sie hier schon... Sie hat gefragt, darf ich Mulan machen? Ich habe gesagt, mach mir Mulan. Ich habe gesagt, es gibt eigentlich keine weiblichen Sturmtruppler. Weißt du, du erzählst mir immer, du machst die Mulan-Nummer und ich wusste nicht, was Mulan bedeutet. Ich habe gedacht, das ist für Disney. Wow. Sie hat Mulan gesehen, so und redet von der Mulan-Nummer. Nein. Ich habe den Schnurrbart ja nicht gesehen, aber dann dachte, was willst du jetzt mit dem Disney-Film da wollen? Im Nachhinein hat sich das übrigens gut für meinen Charakter rausgestellt, weil der sich wegen seiner sexuellen Orientierung etwas unsicher war, weil er ihr immer auf den Hintern geschaut hat. Das kam aber im Spiel selbst nicht so rüber. Wahrnehmungsknopf auf ihren Hintern. Ich will noch was wissen. Eine letzte Frage. Wäre in der Klinik noch irgendwas gegangen oder haben wir da einfach nur Zeit verschwendet? Nee, das war Zeit verschwendet. Das war ein sogenannter Red Herring. Ja, wer Scooby-Doo kennt, weiß, was ein Red Herring ist. Ein MacGuffin. Ein Red Herring war es. Ja, also Bellen war eine MacGuffin. Ja. Ein Red Herring führt quasi zu nichts. Das war ein genau. Irgendjemand von uns ist hier Spieler. Scooby-Doo kenn ich jetzt. Nee. Der MacGuffin ist das künstliche Ziel, dem alle hinterher das ist, der das Koffer, ist von Hitchcock. Hitchcock. Aber der Red Herring ist aus Monkey Island. Haben wir noch andere Plot-Devices? Ja, sogar eine Person, die so heißt, die immer sein soll. Ich bin aber relativ sicher, dass es von Ja, natürlich. Monkey Island. Was haben wir Scooby-Doo's Eltern? Was, schön? Andere Plot-Devices aus dem filmischen? Nein. Plot-Devices haben wir sonst nicht mehr, nee. Aber ihr habt hoffentlich kleine... Ich hab, genau, Querverweise habt ihr noch nicht gesehen, weil ich habe diesmal nicht die GameStar als... Querverweise genommen, also guck mal, der, weiß nicht, ja, Unterberg oder so, sondern ich habe tatsächlich versucht, ein Meanwhile-Szenario zu machen und also der Typ, der den Arm verloren hat, offensichtlich. Und dann habe ich mich ein bisschen wiki-schlau gemacht, weil ich weiß auch nicht alles und der hasst tatsächlich seinen Kumpel, der ihn damals dann den Arm dran gemacht hat, den Doktor, den ihr gestellt habt. Boss kennt man. Wald, der Schrotthändler, ist Freund von Annie! Ja, aus Episode 1 ist der kleine. Ja, das ist der kleine Kiel. Und der übernimmt tatsächlich den Schrottplatz von Watto. Nerds. Cool, ja, das hätte ich das so Sachen Ich wollte noch fragen, von wem er den übernommen hat. Ja, das war doch. Ja, von Watto. Er hat doch gesagt, seit ich ihn übernommen habe. Und er hat doch vorher erzählt, wie das Schild. Watto. Hast du ja, gesagt? Ja, ja. Aber da hat der kleine Darth Vader noch gearbeitet. Also, Wald kennt Darth Vader. Das ist alles also, ich fand das sehr schön mit den ganzen Querverweisen. Also, extra danke dafür. Hätten wir irgendwie auf Darth Vader treffen können? Nein. Den kann ich nämlich nicht nachmachen. Hallo. Er hat das Atemgerät zu Hause gelassen. Abschluss-Shot, Shot, Video-Shot. Dankeschön, Ben. Hat's euch gefallen? Ja. Was ist das, Sebastian? Schau, wo ist der Sebastian? Mampfi, da ist er. Ja, schau. So, und da ist ihn. Wo ist der Ben? Zeig auf Ben. Da ist Ben. Ben. Okay, Marco. Gut. Dann haben wir's. Ben, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es war uns ein Fest. Mehr davon demnächst und auf Ben & Paper. Stimmt, schaut da hin zu Ben. Sonst Anzeige ist raus und die Abo. Ecke, okay, noch was? Dann machen wir den Mund-Out-Ding. Warte, den kriege ich hin. Hä? I.